alles, was es brauchte, um ihn zu überzeugen, ist ein komischer alter Produzent. Michael, wo sind deine Standards? Setz dein Leben aufs Spiel für den Typen. Ich gehe kaputt. Blitzschnell. 20 Gamer Points, wir haben erstmal 38,3. Das ist wirklich Wahnsinn. GTA ist so gigantonomisch. Und ich bin, glaube ich, schon mit dem Let's Play bei Part 50 oder was? Krass. Krass, krass, krass. Boah, hier so runterrasen wäre schön. Wenn die Steuerung ein bisschen direkter wäre. Ich weiß nicht. Hey, what up, Michael? Hey, man. Könnte das Auto sein. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Oh, shit. Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? Alright, I'll think about it. Alright, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Right. Ich will hier rein. Wir können hier sogar rein. Was sind wir denn hier? Bitte lass hier eine teure Karre stehen. Oder lass hier keine Karre stehen. Können wir hier einbrechen? Ist hier ein Haus? Haus wäre doch sicher markiert, wenn hier ein Haus wäre, oder? Ich habe von euch in den Kommentaren gelesen, dass man Häuser einbrechen kann, aber... Wie soll das funktionieren? Was zum Teufel ist denn hier? Bestätige ihre was? Verabredung mit Devin Weston auf seiner neuen Baustelle auf der Blablabla, bitte pünktlich sein, okay. Fuck you. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Garten ist. Ja, da hinten können wir auch rum. Da ist auch irgendwas hinten. What the fuck? Kann die Scheibe nicht zufällig einschießen? Oh, ich habe keine Schalldämpfer mit der Pistole gekauft. Ne, alles irgendwie kugelsicher. Bevor wir noch die Cops auf den Plan rufen, erstmal ein bisschen randalieren. Okay, es ist nur ein Haus, es steht hier rum, es ist zur Zierde zum Angucken und sich freuen. Wir gehen weiter. Frisch eingetroffen, die Sturmschrotflinte, da wird doch endlich Zeit. Und wirklich krass Zeit. So, wir haben hier zwei Sachen, die wir da machen können. Das S, ich habe keine Ahnung, wofür es steht. Okay. Und wir haben einmal D für Devin. Devin und Solomon. Wer war nochmal Solomon? Solomon Richards, genau. Ich glaube, wir gehen erst zu dem Typen. Okay, wir müssen hier die Straße runter. Können wir locker machen. Oh shit, Popmusik. Ich muss wirklich sagen, von allen GTA-Teilen hat der 5. Teil wirklich den besten Soundtrack. Cool, cool. Mir fehlt ein bisschen der Metal persönlich, aber hey. Wirklich relativ aktueller Pop. Alter Rap. Teils wahrscheinlich neuer Rap, da kenne ich mich nicht so gut aus. War schon pretty awesome. Oh, shit, das tut mir aber leid heute. Fuck. Der innere Drang, von dem ich immer rede, der ist nur in GTA so vorhanden. Nirgends woanders. Oh, ich hätte gern diesen Bugatti hier in dem Spiel. Ehrlich gesagt auch im echten Leben, aber das ist eine andere Geschichte. Fucking hell, ich fahre doch nicht da extra rum, ey. Das ist Michael Gangster De Santa. Oder Michael G. Nennen wir ihn Michael G. De Santa. Ich glaube, der hieß De Santa. War, glaube ich, richtig. So sieht's aus. We're going too fast. Too fast, too furious, GTA-Style. Knapp vorbei, 1000 Punkte. Ich glaube, wir machen gleich ein bisschen Tokyo-Drift.
wenn ich es dahin überlebe. Ja, manchmal ist es echt schwer. Oh fuck, da stand ein Auto. Hab ich ein Pech. Holy fuck, musst du sagen. Hell yeah. Solomon Grundy. Was soll der Scheiß? Ey, jetzt habe ich die Schnauze voll. Du kriegst auf den Fresser. Was soll die Kacke? Der hat extra rübergezogen. Wärst du in deiner Scheißspur geblieben, wäre nichts passiert. Mir scheißegal, ob die Mission dafür sich nicht da irgendwie machen kann. Du kriegst jetzt. Moment, wo habe ich eigentlich das Messer? Habe ich nicht mit Michael auch ein Messer gekauft? Was ist mit Tränengas? Nicht dahin, oh mein Gott, ey. Nein, du bleibst hier. Bleib bloß hier. Scheiße, dass ich keinen Schalldämpfer hab. Bitch. Oh, ich nehme von dem Scheiß auch Schaden. Dann geh mal ganz schnell ins Auto. Ja klar, die Cops sind sofort zur Stelle, aber fuck. Ganz im Ernst. Nimm. Ich muss hier, glaube ich, rein. Ach. Wenn ich einen Stern habe, mag mich hier also keiner. Schön. Dann hauen wir vor den Cops ab. Dort eine gefüllte Ewigkeit. Fucking hell. Ich komme hier nicht... Oh mein Gott, was ist das denn hier wieder? Ha, Idioten. Ah, fuck. Das schon, die sehen mich nicht. Oh, the victim of discrimination. Oh, leck mich doch. Der klebt ein Kopf mir am Arsch. Könnt mich mal. Ah, fuck! Ich werde nie hinkommen. Nie. Gott, die Cops sind GTA 5, ne? Wenn man sich wirklich mit denen anlegen kann, dann macht Spaß, wenn die so penetrant sind. Wenn man damit eine Mission machen will und kriegt dann einen Stern, weil man irgendeine abgefuckte Scheiße gerade gemacht hat, was total unnötig war, dann ist das schon ziemlich nervig. Oh. Ist er ersoffen? Ja, jetzt können wir bequem geradeaus fahren. Okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Multiple Holes? Weasel News! Oh shit. Da kann die angehen, da kann die angehen. So, die Bullen sind weg. Way. Gehen wir Party machen. So, wir sind hier so wunderschön noch in der Nähe. Perfekt. Rebel, Soulwax. Oh, jetzt. Ah, Losty. Ja, caramba. Oh, da war mein Shit. Nein. Immer wieder mache ich das Telefon raus. Ungenau Steuerkreuz. Von Xbox.
So, hier sind die ganzen Sets. Der wohnt auch direkt irgendwie am Set, was das Ganze ziemlich praktisch macht. Schau mal vorbei. Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have 3 secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between 2 yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. 0 talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Na, die beiden verstehen sich. Ich nehme eine neue Karre. Ich nehme mal, glaube ich, eine von ihm. Kann ja nicht schaden. Solomon. Oh, das ist eine Corvette. Das ist, glaube ich, eine Corvette. Soll eine Corvette sein. Hoffe ich mal. Machst du auf? Oh, nee, du machst hier nicht auf. Oh, shit. Oh, die Felgen sind immer mal derbs geil. Holy fuck, ey. Hey, Solomon. I'm just doing that thing. Good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God, no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set, ideally in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Ah, ich liebe das, wie sich Autos einfach anfühlen wie Autos in GTA 5. So richtig so. Fuck yeah, die Geschwindigkeit. Und plötzlich sind hier ganz viele Autos. Oh mein Gott, nicht geladene Texturen, ich werde nie mehr. Böse X-Boxe.
Hier irgendwo. Ah, ich glaube, ich fahre hier nicht weiter. What the fuck? Ich komme hier nie mehr raus. Oh mein Gott. Ich glaube, gerade ist was richtig Blödes passiert. Und zwar war das Ding schon die ganze Zeit zu. Oh, wie blöd. Ich glaube, der Zaun war noch nicht geladen. Ich bin durchgefahren und dann wurde der Zaun geladen und jetzt komme ich nicht mehr raus mit dem Auto. Fuck me, ey. Oh, ich wollte das Ding irgendwie behalten. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. Gotta go grab something inside. Gianni, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go.